So, jetzt geht's los. Das ist meine erste Aufnahme. Schau mal, was so bei mir abgeht. Mein Verhalten und all das. Das werde ich jetzt auch im YouTube-Kanal stellen. Das wird ihr wahrscheinlich auch alle schon sehen. Und ja, los geht's. Also mich nennt man Joshua, aka as known as Sungshan, aus der Familie Ackermann. Erstmal so viel dazu. Ich habe einen Blog, Sungshans Truth, werde ich auch unter dem Kanal stellen. Da kann man etwas über mich lesen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt jetzt dieses Thema, um heute geht es nicht, sondern es geht einfach darum, ja, meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse seit dem Thailand, nicht Thailand-Projekt, wollte ich schon sagen, sondern nach dem Seminar von Lost Paradise von Thomas, Julia, Heiko und Julian. Ja, ich erwähne sie immer alle, weil für mich ist es halt das Schöpferwissen-Team und die gehören halt immer zusammen. Für mich. Und ja, ihr werdet schon merken, ich werde oft uns sagen oder wie gesagt. Und ja, ja, nee. Ja, ich bin in der Entwicklung und ich gebe mein Bestes, immer mein Bestes. Aber wie gesagt, das Beste ist nie genug. Und ich werde immer an mich arbeiten, immer mich weiterentwickeln. Und jetzt höre ich mal auf, weil sonst wiederhole ich mich nur. Okay, weiter im Text. Also, als ich heute euch vermitteln will. Ja, das Bild und die Optik ist vielleicht jetzt nicht das Schärfste. Aber wie gesagt, das ist der Anfang und alles ändert sich. Und es geht um die Information, die ich euch vermitteln will, transportieren will, ja. Ja. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Puh, ja, was will ich sagen? Wo soll ich anfangen? Ja, nach dem Seminar. Ja, bin nach Deutschland gekommen, 15. Dezember, ziemlich früh, 6:30 um den Dreh rum. Okay, ich habe gemerkt, dass meine Augen nicht so sichtbar sind. Ich habe schöne Augen, aber da sieht es halt ziemlich irgendwie dunkel aus und ja, nicht sehr schwer erkennbar. Naja. Das am Rande. Auf jeden Fall. Ja, ihr merkt schon. Ja, ich mache mir noch ein bisschen viele Gedanken. Ja. Ich weiß. Okay. Weiter im Text. Also ich bin dann nach Deutschland gekommen. Und ja, ich wurde von meinen Eltern herzlich empfangen. Die haben mich bloß nicht bei der, ja, beim Ausgang bemerkt. Ich sie auch nicht, weil ich bin ja kurzsichtig. Ich habe ja so um die -6 Dioptrien. Also ich kann nur eine halbe Armlänge sehen, ja, scharf. So. Und alles ist so unscharf. Alles wird dann noch unschärfer oder nicht mehr sichtbar. Also ist nicht so leicht. Ich habe sie auf den ersten Blick nicht gesehen. Ich habe sie schon auf den ersten Blick gesehen, aber ich war mir irgendwie unsicher. Ja. Immer dieses unsichere Gefühl. Du weißt, das sind die. Aber was du siehst, weil ich ja so eingeschränkt in meiner Wahrnehmung bin, beziehungsweise in meiner physischen Augen, bin ich noch zu sehr daran versetzt, mit meinen Augen zu sehen. Ist auch gut so. Es gehört ja auch nicht zur Norm, so zu sehen, wie ich jetzt sehe, physisch. Aber es schränkt ja auch meinen Geist an und es ist eine Hürde. Ja, echt eine Hürde für mich. Ja, auf jeden Fall haben sie mich ja eigentlich auch nicht bemerkt. Ich hatte mal so, bin ein bisschen hin und her gegangen. Eigentlich hätten sie mich ja sehen müssen. Haben sie ja nicht, dann habe ich versucht, meinen Vater anzurufen, ging nicht dran, und dann habe ich mir gedacht, ich gehe noch mal. Und dann habe ich, die ersten Menschen, die ich eigentlich gesehen habe, wo ich mir nicht so sicher war, waren genau das meine Eltern. Ich musste so lachen, ey. Ja, jetzt nicht. Und, boah, irgendwie hat das ein paar Störungen, ich hoffe, das sieht man nicht, und wenn nicht, dann, ja. Naja, auf jeden Fall, ja, haben wir uns getroffen, sind nach Hause gefahren, war alles schon harmonisch. Ja, ich will jetzt nicht so viel darüber erzählen. Das war jetzt nur die Wahrnehmung, meine Wahrnehmung, meine Unsicherheit. Weil durch die eingeschränkte Wahrnehmung, die ich sehe, physisch, bin ich auch mit etwas Unsicherheit umgeben. Ganz klar, weil ich traue meinen Augen nicht, beziehungsweise ich traue meiner Seele selber nicht, was ich wirklich sehe.
Das ist mir bewusst geworden. Okay, das zu meinem. Dann will ich noch erzählen. Bis zu Weihnachten, sagen wir mal, bis zum 26. Dezember, letzten Jahres, 2016, habe ich, Selbstbefleckung getrieben. Ja, eingewichst, runtergeholt, wie man es nennen mag. Und, ja, okay. Während ich im Seminar war in Thailand, habe ich das nicht gemacht. Überhaupt nicht. Aber wenn ich mich ständig entwickle und was tue, dann erreicht es mich natürlich nicht. Ganz klar. Und, ja, auf jeden Fall wieder in Deutschland. Und dann fingen die Programme mehr oder weniger an. Liegt auch daran, dass ich bei meiner Mutter lebe und das zieht dich auch runter, wenn du mit den Menschen zusammen bist, die sich eigentlich kein Stück verändern, innen wie außen. Wenn ich das zu Hause hier zeigen würde, Alter, ist alles voll, alles zugemüllt. Du kannst dich da nicht frei bewegen. Wie innen wie außen. Zu viele Sachen, zu viele Kleinscheiß einfach. Naja, anderes Thema. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist Selbstbefleckung. Das hau ich einfach mal so raus. Das schreibt auch Julian im Buch. So ein kleiner Teil. Konnte ich total nachvollziehen. Von Softcore bis Foltersex, ganz ehrlich. Ich habe halt Hentai angeschaut, japanisches Zeichentrick, Film, Serien, weil das, was die Menschen hier treiben, in der 3D tun. Obwohl, es ist ja auch 3D. Ich meine, das ist halt mehr Fantasy-like. Mein Verständnis gewesen halt eben. Und war halt echt abstoßend. Also, wenn ich echte Menschen, in Anführungsstriche, Pornografie sehe. Das habe ich auch angeschaut anfangs, aber davor habe ich mich geekelt und da habe ich mich eher mehr das Fantasy-mäßige entschieden, weil ja, ich halt bin ein Zocker gewesen. Videogames, Videokonsolen, PC und so ein Zeug. So ein Scheiß halt eben. Und das hat meine Warnung getrübt über die Frauen, all den Dreck. Ja, auf jeden Fall habe ich das betrieben bis ja zum 26. Dezember. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin davon nie so wirklich los geworden. Jetzt schon mal Thomas und Julia mal geschrieben, dass ich jetzt endlich davon frei bin. Ja, war es auch eine Phase, aber dann habe ich mich wieder doch wieder runterziehen lassen. Ja, ist halt so mal. Aber jetzt ist es ganz anders. Nämlich, dass seit dem 26. Dezember einfach weg. Und ich habe so viel Energie, ey, Alter. So geil. Ja, es ist einfach erstaunlich. Ich habe ja in meinem Blog auch einiges darüber geschrieben. Über meine krankhaften Fantasien und Verrohung und Verblödung meinerseits. Muss ich ganz ehrlich sein, aber ey, Alter, ich bin hier. Ich lach darüber. Ist eine Erfahrung, ist ein Teil von mir. Und drauf geschissen, du. Okay, es ist jetzt keine große Sache. Ich war im virtuellen System gefangen mit diesen ganzen Fotografie-Scheiß eben. Warte mal, ich muss mal Strom machen, weil sonst geht mir der Ding aus. Ja, sorry, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber mei. Auf jeden Fall ist das Bild jetzt ein bisschen verzögert. Ich hoffe, das kommt nicht so rüber. Das wäre schade. Naja, darum geht's ja bei weiterem Text. Ja, die Verrohung und Verblödung von mir. Ja, ich lache jetzt darüber. Weil, wieso soll ich mich schlecht fühlen? Ja klar, es ist keine schöne Sache, es ist nicht der Norm entsprechend, ganz klar. Aber wieso soll ich mich deswegen jetzt runterziehen lassen? Ich habe es geändert. Es ist einmal verflogen jetzt, wirklich verflogen. Das hat aber was mit der Begegnung mit einer lieben Freundin, sagen wir mal so, die mich gefunden hat. Und da geht natürlich zurzeit die Post ab. Und ja, Post geht halt ab. Und, ja, ich bin jetzt gerade abgelenkt, weil das Bild irgendwie ein bisschen verzögert herkommt.
Immer mal kurz hier ein Cut. Sorry, echt. Ich wollte das eigentlich durchfließen machen, aber ich muss schauen, weil das meine erste Aufnahme ist. Und ich will jetzt das nicht so sehen, wie ich es jetzt gerade sehe. Aber vielleicht irre ich mich auch. Also dann bis gleich.